Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Community Cast. Ihr seid gelandet bei der Show, wo jeder ein Star sein kann. Ob Gold, ob Grandmaster. Ihr könnt alle eure Replays einschicken, die aus dem Ruder laufen. Jetzt sind wir hier beim Community Cast, beim einem Match zwischen Enis Nimbus, oben links gespawnt als roter Protoss. Und dann rechts finden wir Angel A. Angelus. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der irgendwie Englisch auszusprechen ist. You never know. Das ist ein ZVP aus Low Master. Und ja, wir schauen mal. Nightshade LE ist ja auch wieder eine dieser Maps, die keine Watchtower haben. Wir gucken mal, was hier passiert. Warte mal, das ist eine zweite Probe direkt unterwegs. Und eine Forge daheim bei Nimbus. Okay, direkt Power, Freunde. Direkt Power. Das wird ein Cannon Rush. Kein Gateway vorher gesetzt. Das wird den Tech ein bisschen verzögern von Nimbus. Gucken wir mal, Angel Angelus schickt erstmal nur einen Overlord los und... Wait, die Hatchery sollte da irgendwie nicht stehen. War... Also, riecht er das mit dem Cannon Rush? Aber... Kann er eigentlich gar nicht. Also, der Overlord schwebt jetzt hier drüber. Ich habe keine Ahnung, warum er da die Hatchery baut. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich raff es gerade null, ne? Bel Air, der Mann im Mikrofon, ist gerade komplett planlos, was das soll. Ich weiß auch, also jetzt in der aktuellen Situation hilft das leider auch nicht. Nimbus geht jetzt hier in die Schatten und fängt jetzt da an, seinen Cannon Rush zu schrauben. Aktuell weiß Angelus davon noch gar nichts. Na, die zweite Probe wartet hier unten, falls die erste oben stirbt. Warte mal, sieht er die? Nee, die sieht er auch nicht. Eieiei. Okay, Gateway wird oben gebaut. Ja, dadurch, dass das Gateway nach der Forge kam, ist natürlich, sag jetzt mal, das Cannon-Timing früher. Er müsste ihm noch das Gas klauen, wenn er damit durchkommen will. Ne, einfach hier einen Assimilator draufsetzen. Oh, das merkt auch Angelus. Kennst du die Hatchery? Nimmt sich das Gas. Wenn dir das zweite Gas nämlich fehlt, du kannst dann zwar Roaches bauen. Die sind prinzipiell schon mal ein guter Start. Aber du willst Ravager gegen Gebäude haben. Ravager haben die größte DPS gegen Gebäude mit Corrosive Vials. Und da jetzt zum Beispiel der Cybercore durch das Delayed Gateway auch später kommt. Er hat halt gerade gerafft, was da abgeht. Mit dem Overlord. Da jetzt einfach alles andere, also auch vor allen Dingen Shield Batteries, später kommen, ne? Guckt euch das an. Das geht erst, wenn der Cybercore da ist. All das kommt später. Und so eine Cannon alleine, die hält nicht viel aus. Die hat 150 Schild, 150 HP. Das ist es. Ne? Also wenn du da Corrosive Vials drauf wirst, das ist echt sauschnell vorbei mit denen. Ne? Du brauchst, ohne Shield Batteries brauchst du halt 6 Stück. So, ne Quatsch, 5 reichen. Und dann passt das. Also, erste Zealot ist fertig. Geht direkt auf die Queen. Dann werden aber die Drohnen mit dazu gepult. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ah, oh, der Angelus, der hat noch eine Drohne rausgesneakt. Die baut jetzt hier drüben gerade eine Proxy-Hatchery. Die sollte eigentlich nicht fertig werden. Nimbus versucht das jetzt, glaube ich, mit der eigenen Cannon zu countern. Und fängt jetzt an, hier Shield-Batteries zu bauen. Warum er da drüben anfängt, weiß ich jetzt gerade nicht. Denn er muss auf jeden Fall auch sein Gateway schützen. Angelus hat das, glaube ich, noch ganz gut unter Kontrolle, ne? Sogar noch mal eine Makro-Hatchery heimgesetzt. Aber damit er genügend Larven hatte. Man muss auch davon ausgehen, dass er hier und da vielleicht mal eine Queen verliert. Abseits davon, er könnte auch doppelte Queens, also doppelte Queen Production machen. Tut das ruhig, wenn ihr das zweite Gas zum Beispiel nicht kriegt, weil es euch geklaut wurde. Dann baut einfach Queens permanent durch und habt dann nur ein paar Roaches und Ravager als Backup. Die Queens werden relativ stark, wenn die halt ihr Transfuse nutzen können und sich gegenseitig heilen. So, die Hatchery ist fertig. Es wird eine Queen gebaut. Ja, natürlich kann der jetzt auch Dinge spawnen. Trotzdem sportlich da die Kanonen anzugehen, aber da noch keine Shield Batteries sind. Ich glaube, da kann Angelus sogar ein bisschen Druck machen. Er zwingt auf jeden Fall Nimbus auch hier zu Hause ein Defensivnetzwerk aufzubauen. So, wie sieht das hier vorne aus? Die ersten Levels sind da. Ja, und das ist eben der Punkt, ne? Shield Battery steht da drüben. Das, was wirklich wichtig ist, kann er gerade nicht beschützen. Ne, der eine Zealot eben gerade in der Economy hat sehr, sehr wenig Damage gemacht. Jetzt wird das Pylon hier genugt. Die Stalker, ja, die können halt auch nur da agieren, wo eine Shield Battery ist. Ansonsten werden die direkt von den Ravagern gesniped. Die Linge sind jetzt übrigens dafür da, um hier die Stalker davon abzufangen, ja, sich zurück zur Shield Battery zu bewegen. Und schon ist das Ding offline. Ja, das ist schon mal, dann sind die Probleme noch halb so groß. Die beiden Stalker sind nämlich das Einzige, was dem Protoss da drüben bleibt. So, Linge spawnen. Oh, er will die auf die Kennen überliegen. Boah, das wird knapp. 90 HP. Nee, das reicht nicht. Keine Chance. Queen wurde übrigens abgebrochen. Und hier ist das schon das finale Engagement.
ein Pfeil mit gerade nochmal fertig. Also die Shield Batteries könnten das saven. Aber es sind zu viele Dinge. Das können die Shield Batteries nicht alleine aushalten. Ah, das Pfeile wird gefokust. Stalker gehen raus. Ja, Shield Batteries waren auch einfach irgendwann leer. Das ist gekehrt. Da kann die Probe auch nur noch zugucken. Da brauchst du kein neues Pfeile mehr bauen. Das Ding ist eigentlich durch. Ah, die Hedge hier in der Main gibt's auch noch. Er kriegt die Kanone zu fassen. Angelus, ich würde nicht mal sagen, dass das lucky war. Das ist halt einfach kalkuliert und, was heißt kalkuliert? Ist ein glücklicher Zufall vielleicht sogar. Aber das schießt Nimbus komplett aus dem Spiel. Na, er hat keinen guten Tech. Link-Speed ist gleich fertig bei Angelus. Ja, und er hat schon Linge mit Speed in der Main. Er könnte rein theoretisch sogar in die Economy gehen. Guck mal, das ist keine Cannon. Also, das geht rund hier. Aber, ja, wohl bekommt's, ne? Wer schießt, muss auch mit dem Konter rechnen. Und da kann er nichts gegen machen. Hier 30 gegen 4 Army Supply. Die Natural Expansion hier für den Protoss. Das ist wirklich sehr ambitioniert. My girlfriend told me to build bases in your base when you build bases in my bases. Also mein Goldfreund hat mir gesagt, es ist klug, wenn jemand bei dir Basen baut, bei ihm auch Basen zu bauen. Und, naja, auch wenn es so für die eine Cannon gereicht hat. Das war auf jeden Fall sehr stark. Jetzt kommen die Linge von oben mit dazu, die sich da noch versteckt hatten. Blockieren die Stalker. Hier ist auch keine Shield Battery als Rückzugspunkt. Die hat definitiv im gesamten Bild einfach die Robo gefehlt. Und weitere Stalker Reinforcement definitiv auch. Ach man, ja. Das war halt, ne, deswegen spielt man übrigens Gateway Forge und nicht andersrum. Cybercore ist früher, du kannst weiter techen. Jetzt gibt es nur noch zwei Stalker. Die eine Kanone da oben ist auch komplett wertlos. Eine Shield Battery wäre jetzt hier angebrachter. Aber ich glaube, es auch damit wird das sehr, sehr schwierig. Hier ist noch der Versuch, dagegen ein bisschen was zu machen. Aber ihr seht, ne, 5 Ravager. Da verheizt ihr einfach jedes Teil, was neu hochgezogen werden soll. Die Probes werden nochmal dazugezogen. Vergesst es, Freunde. Oh, die beiden Stalker im Warpin direkt rausgenommen. Oh, ja. Okay, das Ding ist offiziell durch. Angelus hat Nimbus hier an der Stelle rausgepatcht. Der wird wahrscheinlich StarCraft 2 deinstallieren. Bisschen schade. Aber der Cannon Rush ist halt auch komplett gefailed. Angelus gewinnt hier gegen Nimbus. Wow. Also, da waren ein paar Moves dabei, die mich überrascht haben. Was war mit der Hedgehree an der Natural Choke vom Zerg? Warum hat er die da gebaut? Das ist das größte Fragezeichen für mich. Vielleicht weiß es einer von euch. Schreibt es bitte in die Kommentare. Danke fürs Reinschauen. Wenn ihr selber eure eigenen kranken, verrückten Games vielleicht im YouTube-Recast hier sehen wollt, ne, unten in der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Link und auch meinen Livestream, auf dem ich eigentlich 7 Tage die Woche Content mache. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst doch bitte noch ein, abonniert den Kanal, lasst noch ein Follow da. Hier ist das ganze YouTube-Klimbims, ne? Hier, macht das mal. Danke fürs Reinschauen. Bis demnächst.